Hunderte Algerier haben in der Nacht zum Samstag die Freilassung des inhaftierten Journalisten Khaled Rahreni gefeiert. Der Investigativreporter zählt zu 33 politischen Gefangenen, die Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune am Freitag begnadigt hat. Ich danke allen, die uns in Algerien und aus dem Ausland unterstützen, denn wir kämpfen für freien und unabhängigen Journalismus. Wir setzen uns für alle ein, die im Gefängnis sitzen, weil sie ihre Meinung geäußert haben. Wir können alle frei sein, wenn diese Gefangenen freikommen. Das algerische Justizministerium stellte die Freilassung von rund 20 weiteren politischen Gefangenen in Aussicht. Die meisten gehören der Hirak-Bewegung an. Eine Bewegung, die sich vor 2 Jahren gründete und den langjährigen Präsidenten Bouteflika 2019 stürzte. Bis heute fordern sie ein Ende der Korruption in Algerien. In der Hauptstadt Algier kündigte der aktuelle Amtsinhaber unterdessen vorgezogene Parlamentswahlen an, wohl auch um seine Macht weiter zu festigen. Die Hirak-Bewegung aber ruft zu grundlegenden Reformen im Land auf. Am 2. Jahrestag ihres Bestehens organisierte sie im Norden Algeriens eine Massenkundgebung. Für Montag werden neue Proteste erwartet.